Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Nach einer sehr, sehr langen Pause geht's endlich mal weiter. Und zwar hat das nicht nur daran gelegen, dass ich allgemein relativ wenig Zeit zum Aufnehmen habe, was ihr ja sicherlich gemerkt habt, sondern es gab noch ein anderes Problem. Und zwar die Leute, die Hype the Time Quest mitverfolgt haben und sich das angeschaut haben, werden wissen, welches Problem das war. Und zwar ist meine Festplatte kaputt gegangen. Das heißt, meine ganzen Spielstände waren weg. Ich musste Hype nochmal bis dahin zocken, das habe ich gemacht. Und Gothic hätte ich auch nochmal bis hierhin zocken müssen. Beziehungsweise habe ich ja jetzt letztendlich auch gemacht. Aber da konnte ich mich nie so richtig durchringen. Irgendwie hatte ich da nie so richtig Lust drauf. Jetzt habe ich es aber mal gemacht. Mehr oder weniger im Speed-Verfahren. Also Dialoge immer weggeklickt, aber schön alles gemacht, was wir auch gemacht haben bisher im Let's Play. Könnte natürlich sein, dass mein Inventar ein bisschen anders aussieht. Die Kiste, die wir in dem einen umgestürzten Turm hatten, habe ich geknackt und mir das rausgeholt. Da war aber nichts großartig Spannendes drin. Da war eine Spitzhacke drin und ansonsten noch, ich glaube, ein bisschen Fleisch. Und das Schönste war eine Essenz heilender Kraft, die wir da sehen. Und ich weiß gar nicht, woher ich die andere habe. Wahrscheinlich auch aus irgendeiner Kiste vom Anfang, glaube ich. Aber egal, auf jeden Fall habe ich bis hierhin gespielt. Und ja, also wundert euch nicht, wenn jetzt irgendwie ich ein bisschen anders Erfahrungspunkte habe oder ein bisschen anderes Inventar, ein bisschen mehr Erz, ein bisschen weniger Erz, ich weiß es nicht genau. Also es ist natürlich, dass das nicht alles genauso ist wie das letzte Mal in der Folge, weil ich das alles eben neu spielen musste. Aber jetzt bin ich wieder hier, jetzt kann ich vernünftig spielen. Und beim letzten Mal sind wir hier vor dem Sumpflager stehen geblieben. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ansonsten, was Fertigkeiten angeht, ich habe sonst nichts weiter gelernt. Ich habe nur Schlösser öffnen wieder gelernt, wie auch beim letzten Mal. Da sind wir jetzt ausgebildet. Und ich bin halt Stufe 2. Ich glaube, das war ich beim letzten Mal auch. Sollte ich zumindest gewesen sein. Und habe halt noch 10 Lernpunkte gerade frei, weil ich eine Stufe auf dem Weg hierhin aufgestiegen bin. Ansonsten, ich hätte auch noch nichts weiter gelernt, denke ich. Ja, mit den Wachen hier habe ich schon geredet, weil das letzte Mal sind wir hier oben auf dem Tor stehen geblieben. Sind da hochgeklettert und haben uns die Gegend angeguckt. Ich glaube sogar den Sonnenuntergang. Und jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier so finden. Also man sieht schon alles schön sumpfig, denn es ist ja immerhin das Sumpflager oder das Sektenlager oder die Sumpfspinner, wie auch immer man die nennen möchte. Da gibt es viele Namen, die sind in diesem Spiel verwendet werden. Und man kann schön sehen, kleine Hütten, ausgehöhlte Baumstümpfe von richtigen Monsterbäumen sind das krass. Und ein kleines Tempelgebiet. Das werden wir uns zuletzt anschauen. Als erstes gucken wir uns mal hier so im Lager um. Und hier haben wir auch schon ein paar Leute. Baal Namib und Lester. Ja, ein Baal hat uns ja hierher geführt. Und zwar war das Baal Parves, der uns auch schön Erfahrung gegeben hat, weil er die Monster getötet hat und wir Erfahrung bekommen haben. Deswegen reden wir doch mal mit Baal Namib. Hi, ich bin neu hier. Ja, das ist kein Bug, dass er nicht mit uns redet. Der redet tatsächlich nicht mit uns. Alles klar, Alter? Der Schläfer sei mit dir. Ja, man kann schon hören. Er ist nicht sehr begeistert. He's not amused. Lassen wir mal in Ruhe. Du hast einen Guru angesprochen. Tu das nie wieder. Es ist ein Sakrileg. Wenn der Meister es für richtig hält, mit dir zu reden, wird er dich ansprechen. Aha. Wer bist du? Ich bin Lester. Ich kümmere mich um die Fremden, die hier ankommen. Erzähl mir was über das Lager. Was willst du wissen? Was weißt du über das Kraut? Nun, das Kraut wächst im Sumpf. Es muss natürlich noch verarbeitet werden, damit man es rauchen kann. Das machen wir Novizen. Das Kraut hat eine beruhigende und entspannende Wirkung. Es hilft dir, dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dein Bewusstsein zu öffnen. Wir tauschen es gegen Waren aus den anderen Lagern und benutzen es, um neue Leute anzuwerben. Das führt natürlich dazu, dass viele Leute nur wegen des Krauts zu uns kommen. Naja. Immerhin helfen sie bei den anfallenden Arbeiten. So, das Kraut. Natürlich.
Was hat es mit dem Schläfer auf sich? Der Schläfer ist ein göttliches Wesen. Er schenkt uns Visionen, zumindest den Gurus. Wir beten zu ihm, denn er wird uns allen die Freiheit schenken. Und daran glaubst du? Hey, ich bin seit 2 Jahren in der Barriere. Weißt du überhaupt, wie lange 2 Jahre sein können? Du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles bereit bin zu glauben und zu machen, damit ich hier wieder rauskomme. Erzähl mir was über die Gilden. Die Gurus bilden die oberste Gilde. Sie sind der Geist des Lagers, denn ihre Macht ist groß. Die Templer benutzen ihre geistige Stärke im Kampf. Sie haben einen unbezwingbaren Willen. Leg dich besser nie mit ihnen an. Ich selber gehöre zu den Novizen. Wir beten zum Schläfer und verrichten die Arbeiten, die hier im Lager anfallen. Einige der Novizen werden als Gurus aufgenommen, aber dazu gehört eine viele Jahre lange Ausbildung. Eine viele Jahre lange Ausbildung? Da frage ich mich, wie lange diese Barriere überhaupt schon existiert. Wie kann ich mich hier im Lager zurechtfinden? Ich kann dir die wichtigen Orte zeigen. Ach nee, das brauchst du nicht. Ich weiß ja den Weg. Ich will aber mit deinem Meister reden. Vergiss es. Ich bin sicher, ich kann dir bei all deinen Problemen weiterhelfen. Nehmen wir mal an, wir wollen uns der Bruderschaft anschließen. Ich will mich der Bruderschaft anschließen. Cor Kalom entscheidet, ob du bereit bist, in die Bruderschaft einzutreten. Aber er verlässt sich auf den Rat der anderen Gurus. Balna Mipir ist einer von ihnen. Du wirst dich erst als würdig erweisen müssen. Dann wird dich einer der Gurus zu Cor Kalom schicken. Wie soll das funktionieren, wenn keiner der Gurus mit mir redet? Es hat vielleicht nicht den Anschein, aber die Gurus beobachten genau, was du hier im Lager tust. Wenn sie der Meinung sind, dass du dich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht hast, werden sie dich ansprechen. Hier im Lager werden sich sicher Gelegenheiten bieten, dich als würdig zu erweisen. Na gut. Zeig mir den Weg. Also ich will jetzt nicht wirklich, dass er uns den Weg zeigt, weil ich glaube, dafür gibt es auch keine Erfahrung. Aber wir können mal schauen, was es hier alles gibt. Und zwar haben wir ein Alchemielabor, dann haben wir Lehrer, den Tempel, den haben wir ja schon gesehen, das ist dieses große Steingebiet, die Schmiede und das Haupttor, da sind wir gerade. Naja, aber da ich mich hier sowieso zurechtfinde, braucht er uns den Weg der nicht zu zeigen. Der Schläfer möge dich behüten. Ja, dich auch. Das da hinten ist ja der Tempel, da wo man auch sieht. Also klar, das Steingebiet, das alles da ist Stein, weil das eine große Klippe ist, aber man sieht ja da, dass das von Menschenhand erbaute, mit der Treppe, die hoch hinein in die Klippe führt. Ja, Balna Mip, wir müssen also auf uns aufmerksam machen und du willst nicht mit uns reden. Na gut, vielleicht kommen wir später nochmal zu dir. Wir wollen jetzt erstmal das Lager anschauen und ein bisschen tiefer hineingehen. Wir finden bestimmt noch die ein oder andere Gelegenheit, irgendwie mit Leuten zu reden. Ja, die hier sind am Wasserpfeife rauchen, auch sehr cool. Das sind voll die Drogis hier im Lager. Templer, ja, so sehen die aus. Einer bzw. zwei von denen haben uns ja beim in der letzten oder vorletzten Folge, ich glaube es war die vorletzte Folge, die beiden Scavenger auf dem Weg zum neuen Lager getötet und die wollten wir ja eigentlich haben als Erfahrung, deswegen sind wir noch nicht zum neuen Lager gegangen. Aber da werden wir später auf jeden Fall auch nochmal hinkommen ins neue Lager und ich werde alle Aufnahmequests aus allen Lagern machen, zumindest bis zur richtigen Aufnahme, die mache ich dann noch nicht. Aber für die ganzen Quests, die man hier machen kann, zum Beispiel die Baals, beziehungsweise die Gurus auf sich aufmerksam machen oder die ganzen Gefallen im alten Lager machen, bringen natürlich alle Erfahrung. Und die Erfahrung kann ich am Anfang ziemlich gut gebrauchen. Deswegen mache ich das mal. Und vor allem lernt man so die Lager ein bisschen besser kennen. Und vielleicht habt ihr dann auch Lust mitzuentscheiden, welches Lager ich denn jetzt einsteigen soll. Wobei ich zu einem Lager tendiere, aber das werde ich noch nicht verraten, wenn ich es nicht sowieso in den letzten 6 Videos verraten habe. Ich habe mir die nicht nochmal angeguckt. Und es ist jetzt schon ein bisschen her. Aber mal schauen. Wir sind auch nur noch ein paar Novizen. Keine Personen von Bedeutung hier anscheinend. Ah, Joru, du hast deinen Namen. Du musst wichtig sein. Was machst du hier? Ich verbreite die Lehre des Schläfers an die Novizen. Ich
bin selbst noch Novize. Aber bald bin ich ein Baal, einer der Gurus. Ich habe sogar schon mit Iberion geredet. Er ist der Auserwählte. Er hat mir gesagt, wenn ich hart an mir arbeite, bin ich bald selbst ein Meister. Aber ich schiebe das so ein bisschen vor mir her. Eilt ja nicht, verstehst du? Meister kann ich ja immer noch werden. Im Moment bin ich ganz zufrieden mit meiner jetzigen Aufgabe. Was ist deine Aufgabe hier? Ich teste mit den Jungs hier die neuen Substanzen, die Cor Kalom in seinem Alchemielabor entwickelt. Sein Gehilfe bringt alle paar Tage was Neues raus und wir testen es dann. Dieses Kraut öffnet deinen Geist. Wenn du die richtige Menge einnimmst, kannst du in Kontakt mit dem Schläfer treten. Ah, alles klar. Hattest du schon Kontakt zum Schläfer? Nein, bis jetzt noch nicht. Wir kriegen auch nie genug von dem Zeug. Kalom will zwar immer von mir wissen, wie die Wirkung war, aber ich habe den Eindruck, meine Meinung interessiert ihn gar nicht so sehr. Wenn ich die Wirkung anregend fand, gibt er das Zeug direkt weiter an die Gurus. Aber bald bin ich ja selber ein Guru. Dann kann ich bis an meine Grenzen gehen und auch die Stimme des Schläfers vernehmen. Ich will mich eurem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Du willst bei uns mitmachen? Das ist gut. Warte mal. Ja, ich glaube, ich kann dir helfen. Ich bin zwar noch kein Guru, aber ich habe einigen Einfluss in der Bruderschaft. Du müsstest mir einen kleinen Gefallen tun. Bist du schon bei Fortuno gewesen? Nö, Fortuno haben wir noch nicht kennengelernt. Dann geh zu ihm und hol dir deine tägliche Ration ab. Wenn du mir alles Sumpfkraut überlässt, das er dir gibt, sind wir im Geschäft. Ich denk drüber nach. Ja, ich denke mal schon, dass das ein guter Deal ist. Ich meine, er hat ja auch selber gesagt, es ist eine tägliche Ration. Das heißt, wir können jederzeit Neues holen, wenn wir einmal ein bisschen schlafen. Von daher überlassen wir ihm das doch gerne. Da ist ein Melvin. Und ich sehe gerade, der sieht überhaupt nicht so aus wie die anderen Novizen. Mir ist auch überhaupt erst gar nicht aufgefallen, gerade eben, dass hier noch jemand sitzt, der einen Namen hat. Der sieht eher aus wie ein Buddler aus dem alten Lager. Hm? Wollen wir mal mit ihm reden? Hi, du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Ich kenne Dusty. Hab mich kurz mit ihm unterhalten. Wenn du ihn nochmal triffst, sag ihm, er ist schön blöd, dass er da geblieben ist. Wenn das hier nicht 10-mal besser ist, als sich im alten Lager von den Gardisten schikanieren zu lassen, dann weiß ich's auch nicht mehr. Werd's ihm ausrichten, wenn ich ihn nochmal sehe. Ja, ich hoffe, wir haben in den vorherigen Aufnahmen überhaupt mit Dusty geredet. Ich habe das jetzt hier in dem Spielstand auf jeden Fall gemacht. Falls wir das nicht gemacht haben, habt ihr nicht viel verpasst. Es ist einfach ein Buddler, der damit unzufrieden ist, im alten Lager rumzuhocken und irgendwie ständig in die Mine zu müssen, damit er irgendwie überleben kann. Und sein Kollege hier, der Melvin, ist halt ins Sumpflager abgehauen, aber er wollte nicht mit, weil ihm das so ein bisschen suspekt war. Und er meinte, ja, wenn wir da mal vorbeikommen, sollen wir mal Melvin suchen. Und wenn es ihm gut geht, dann sollen wir das Dusty auch sagen, damit Dusty auch abhauen kann. So ungefähr war der Dialog. Also nichts großartig Spannendes tatsächlich. So, jetzt muss ich mal gucken, wo wir weiter hier gehen. Da hinten führt ein Steg entlang, aber ich glaube, will ich da lang? Nö, ich gucke mir erstmal hier um. Eine Hütte. Ja, das Blöde am Sumpflager ist, dass wir hier keine eigene Hütte bekommen. Wir haben ja im alten Lager eine Hütte zugewiesen bekommen, in der Nähe der Arena, in der wir einfach schlafen dürfen. Oh, da kriege ich gerade ein SMS. Egal. Da haben wir eine Hütte bekommen. Die können wir nutzen, da sind Kisten drin und so, alles wunderbar. Aber hier im Sumpflager kriegen wir leider keine. Ist ein bisschen doof, aber meistens klappt das, indem man einfach schnell in eine Hütte reinrennt, sich dann schlafen legt und dann wieder rausgeht, bevor einen die Leute hauen. Das klappt schon irgendwie. So, eigentlich meinte ich, wir gehen zum Tempel zuletzt, oder? Egal, gehen wir da trotzdem jetzt schon mal hin. Was haben wir denn hier alles so? Jede Menge Novizen. Talas, ah, du bist gerade einen Joint rauchen. Genau mit dir. Ja genau, rauch erstmal auf. Ach, du hast gar nichts zu sagen. Na gut, dann halt nicht. Dann gehen wir wieder. Hallo, ich will nur da hoch. Ach, der sagt gar nichts. Na gut,
dann werden die da am Eingang was sagen, denn in den Tempel kommen wir leider nicht rein. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Ja. Das sind Templer. Die wollen wir lieber nicht herausfordern, indem wir einfach reingehen. Ist eigentlich schon ziemlich beeindruckend, was die hier so haben. Denn die können uns mal eben ratzfatz töten. Also irgendwann werden wir in der Lage sein, gegen Templer anzukommen. Aber momentan sind wir einfach unglaublich schwach und können nichts. Deswegen lassen wir das lieber. Wir sind so nur weitere Novizen, Templer. Nichts Interessantes. Ja, in die Richtung hier können wir, glaube ich, weitergehen. Ich speichere vorher nur mal eben, denn ich glaube, wenn wir hier zu weit gehen, dann kommen wir an die Barriere und werden sterben. Meine ich zumindest. Oder hier war einfach gar nichts, für das es sich gelohnt hat. Außer das Meer. Ein schöner Ausblick darauf. Ist das nicht schön? Was haben wir denn hier um die Ecke? Da ist nichts, nee. Und da hinten ist auch nichts, oder? Nö, hier ist nichts. Gar nichts. Na gut. Egal, ich habe keine Lust zurückzulaufen, deswegen lade ich das Spiel jetzt einfach mal. Das ist ein bisschen schneller. Ich weiß, es ist geschummelt, aber ist mir doch egal. Ihr wollt ja auch nicht sehen, wie ich hier einfach dumm durch die Gegend laufe, sondern ihr wollt ja sicherlich auch ein bisschen was im Spiel sehen. Ich gucke mir jetzt erstmal alle Leute hier an. Das sind, glaube ich, alles nur Novizen. Nur in unterschiedlicher Rüstung. Und hier haben wir Baal Tyon. Na, wollen wir den mal anreden? Alles klar, Alter? Ja, wir machen uns direkt Freunde hier. Ja, bei den anderen Optionen sind die gleichen wie bei Baal... Keine Ahnung, der Typ, der beim Eingang stand. Und der redet halt auch nicht mit uns. Irgendwann wird er uns ansprechen, wenn wir was Bestimmtes machen. Aber momentan können wir da halt gar nichts tun. Deswegen schauen wir uns lieber den Rest des Lagers mal so ein bisschen an. Ja, eigentlich ist das Tempelareal tatsächlich ziemlich cool. Also ich finde das ganz nett. Ist schön, bloß die Pflanzen, die sich da irgendwie am Hang rumbaggen und glitschen. Das ist irgendwie nicht so schön. Naja, gucken wir lieber in die andere Richtung, da wollen wir sowieso hin. Was haben wir denn hier so Schönes? Wer bist du denn? Harlock, na? Na, du hast auch nichts zu sagen, na gut. Ist doof. Was ist denn das? Man darf auch nicht alles glauben. Das scheint mir auch ein Grafikbug zu sein. Das ist irgendwie ein Effekt vom Feuer, glaube ich. Nee, nicht mal. Hä? Was ist das? Ach, keine Ahnung. Ist ja auch egal, es ist nicht wichtig. Fortuno! Tritt näher! Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden Neuen. Ja, du hast doch sicherlich eine Tagesration Sumpfgras für uns, oder? Das wollten wir mal eben abholen. Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Ja. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Wunderbar. Das heißt, wir können hier uns hier unsere tägliche Drogenration abholen. Im Sumpflager unsere tägliche... Fleischwanzen-Ragu-Ration. Was wollen wir mehr? Drogen haben wir, Essen haben wir, Wasser gibt es hier auch in Hülle und Fülle. Von daher, hey, wir können doch hier einfach leben, oder? Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Du hattest deine Tagesration schon. Ach, schade. Wenn du mehr willst, komm morgen wieder. Ja, mal oder schauen. Oder kauf was. Ja, wir gucken uns mal das Angebot an. Was hat er denn ich für will Schönes? Handeln. Was willst du haben? Oder willst du was verkaufen? Was hast du denn? 237 Erz. Traumruf, schwarzer Weiser und grüner Novize. Wir haben tatsächlich nur die 3 schwarzen Weiser. Und die wollen wir ja abgeben an unseren Freund, damit er uns mit dem Baal hilft, mit dem Guru. Was haben wir denn hier noch Schönes? Garnadrak. Na, wer bist du denn? Hi, wohin soll's denn gehen?
Wir bringen das Sekret der Mindcrawler, das unsere Brüder in der alten Mine gewinnen, zu Cor Kalom. Einmal täglich gehen wir zur alten Mine, um es abzuholen. Ah, normalerweise trifft man die eigentlich außerhalb des Lagers. Und ich glaube, das waren auch die beiden, also der andere, mit dem er sich unterhalten hat, die blöden Scavenger abgeschlachtet haben, von denen ich die Erfahrung haben wollte. Was ist das für ein Sekret? Wir gewinnen es aus den Zangen der Mindcrawler. Wenn man weiß, wie, kann man sie herausnehmen, ohne dass das Sekret verloren geht. Das klingt doch interessant. Kannst du mir sagen, wie ich an das Sekret eines Mindcrawlers herankomme? Klar. Nachdem du das Vieh getötet hast, packst du es an den Beißzangen und reißt sie gerade heraus. Dann kommt die Sekretdrüse mit raus, ohne zu zerreißen. Ja, cool. Jetzt haben wir eine neue Fertigkeit gelernt, ohne dafür Gold bzw. Erz oder Lernpunkte zu bezahlen. Wir haben sie einfach so bekommen. Wenn wir jetzt irgendwie mal auf Mindcrawler stoßen sollten, können wir einfach mal das Sekret entfernen. Sehr, sehr coole Sache. Wofür braucht Cor Kalom das Sekret? Soweit ich weiß, gewinnt er daraus ein Elixier, das die magische Kraft eines Novizen steigert. Seit wir uns auf die große Anrufung vorbereiten, kann er gar nicht genug von dem Zeug bekommen. Mit Hilfe des Elixiers will er die Novizen auf den großen Tag vorbereiten. Aha. Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Mindcrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Nein, die alte Mine wollen wir doch sowieso noch, ne? Da führt uns doch die Prüfung des Vertrauens hin für das alte Lager. Ja, wir können jetzt hier hoch. Da oben ist nämlich noch was Interessantes. Oder wir gehen zuerst zur Schmiede, die da drüben ist, wie man schon sehen kann. Aber ich glaube, wir werden erstmal hier die Leiter hochkraxeln. Und gucken, was wir da so finden. Ja, man kann es sich eigentlich fast schon denken. Ich meine, der Typ, der das Mindcrawler-Sekret hier hinbringt, stand da unten. Wer wird dann wohl hier oben sein? Tja, Kalom. Cor Kalom. Und der hat eine eigene Leibwache. Dürfen wir rein? Du hast doch nichts dagegen, wenn ich da reingehe. Wenn du meinem Meister keinen Respekt entgegenbringst, werde ich dich töten. Damit kann ich leben. Keine Sorge, ich bin schon sehr respektvoll. Naja, ich werde mir Mühe... Ey, hier sind sogar zwei. Cor Kalom und... Kane. Wer bist du denn? Hi, ich bin neu hier. Ich bin Kane, Schüler von Cor Kalom. Du hast sicher schon von ihm gehört, richtig? Ja, gehört haben wir schon von ihm. Ja. Dann weißt du ja, dass er hier der zweitwichtigste Mann nach Iberion ist. Und was tust du? Ich helfe meinem Meister bei der Aufbereitung der alchemistischen Substanzen. Im Wesentlichen Sumpfkraut und Mindcrawler-Sekret. Vor allem das Sekret braucht er dringend. Wo bekomme ich das Sekret der Mindcrawler? Crawler findest du in der alten Mine. Aber du musst wissen, wie du ihnen das Sekret abzapfst. Falls du wirklich vorhast, dich mit den Biestern anzulegen, sprich besser vorher mit einem der Templer, der Erfahrung hat. Zum Beispiel Guanadrak. Er ist jeden Tag zwischen unserem Lager und der alten Mine unterwegs. Morgens triffst du ihn unten am Labor. Ja, mit dem haben wir schon Bekanntschaft geschlossen. Was kannst du mir noch über deinen Meister erzählen? Er ist nicht wie die anderen Gurus. Er gestattet jedem, ihn anzusprechen, aber niemandem seine kostbare Zeit zu verschwenden. Na gut. Was haben wir denn hier Schönes? Zwei verschlossene Kisten, ja. Die werden wir uns irgendwann auch mal vornehmen. Aber jetzt reden wir erstmal mit Cor Kalom. Wobei, wenn der hier beschäftigt ist, ja, vielleicht später. Was willst du? Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Ja gut. Du hattest doch noch... Was willst du? Du hattest doch noch eine Gesprächsoption. Da... Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Ja, sehr, sehr nett. Na gut, die Baals haben wir noch nicht überzeugt. Möge der Schläfer dich erleuchten. Deswegen gehen wir mal wieder heraus und schauen uns dann doch mal die Schmiede an.
Also hier, wir können auch hier weiter lang gehen, aber da kommen wir nur oben zu den anderen Baumhäusern. Da ist leider nichts Interessantes. Deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn ich da nicht lang gehe. Was ist eigentlich hier um die Ecke? Nix. Na gut. Dann wollen wir mal wieder runtergehen. Und möglichst per Leiter. Denn wenn wir einfach runterspringen, nehmen wir Schaden. Und da habe ich keine Lust drauf. Ich weiß gar nicht, ob wir das von da oben überhaupt überleben. Na, müssten wir eigentlich. Aber riskieren wir nichts. Nehmen wir die Leiter runter. Dauert ja auch nicht so lange. So. Jetzt haben wir hier noch die Schmiede vor uns. Und dann da hinten dieses Areal. Das gucken wir uns dann auch nochmal an. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, zwei Templer. Okay. Jede Menge Novizen am Schmieden. Da geht mein Handy schon wieder. Das tut mir leid. Gott sei Dank ist es auf stumm. Da hört man nur das Vibrieren, wenn man es überhaupt hört. Das weiß ich gar nicht. Darion, hallo. Na, wie geht's dir? Möchtest du nicht mit uns reden? Doch, möchtest du. Hi, ich bin neu hier und will das Lager kennenlernen. Da bist du zum falschen Ort gekommen. Seit sich die Templer zum Kampf rüsten, sind wir Tag und Nacht beschäftigt. Ich habe nicht viel Zeit für neugierige Fragen, also stör mich nicht. Es sei denn, du willst was kaufen. Och, ja, das klingt doch nicht schlecht. Zeig mal, was du hast. Gut. Hier, das sind die Waffen, die ich zurzeit da habe. Was haben wir denn? 200 Erz ist schön. Dann haben wir hier ein bisschen Rohmaterialien fürs Arbeiten mit der Schmiede, aber das bringt uns nicht viel. Das Einzige, was sich lohnt, das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, ist den Rohstall zu kaufen für 40 Erz und die fertigen Schwerter, die wir da rauskriegen, können wir für 50 Erz wieder verkaufen. Es gibt auch einen kleinen Glitch, wo wir dann die Anzahl der Schwerter, die wir da rauskriegen, vervielfältigen. Aber das möchte ich nicht machen. Ansonsten glühender Stahl kostet schon 51 Erz und da die Schwerter, die wir rauskriegen, nur 50 Erz einbringen, lohnt sich das überhaupt nicht, das zu kaufen. Oder andere Stufen hier, das 64 Erz, 80 Erz, das bringt einfach nichts. Dann können wir hier noch Bolzen holen, Pfeile, bringt uns aber auch nichts, weil ich keinen Bogen habe und keine Armbrust. Von daher schauen wir uns mal an, was der Nahkampfwaffen hat. Knüppel, brauchen wir nicht. Keule, Handaxt, Schmiedehammer, Nagelkeule, grobes Schwert. Ja, das ist das Schwert, das wir herstellen können. Ansonsten hat er tatsächlich nichts Vernünftiges. Das Beste, was er sonst hat, was wir auch tragen können, weil das grobe Schwert braucht Stärke 20, das haben wir noch nicht, das ist die Nagelkeule. Aber wir haben, na gut, kann ich jetzt nicht auswählen, wir haben da oben die Axt und die hat 13 Schaden. Und die können wir ausrüsten und ist halt besser. Also da können wir uns im alten Lager tatsächlich bessere Waffen holen. Ich glaube, die beste Waffe, die wir da holen konnten, war irgendwie Buddlerzucht. Die macht auch wie das grobe Schwert 20 Schaden, braucht aber weniger Stärke oder so. Keine Ahnung. Müssen wir uns nochmal genau angucken. Ich weiß es nicht mehr exakt, wie stark das jetzt war. Aber was wir machen können, der hat ja jetzt einiges an Erz da. Einfach mal die Waffen, die wir haben, da reinpacken. Die ganzen Pfeile. Das kriegen wir schon 34 Erz raus. Ansonsten, ich will eigentlich noch nicht wirklich was von dem Zeug hier verkaufen, was ich da habe. Ja, wobei, die Fackeln können wir mal loswerden, die brauche ich eh nicht. Das Wanzenfleisch brauchen wir auch nicht mehr. Die Becher kann ich loswerden. Ja, die Münzen bringen leider überhaupt nichts. Den Kochlöffel brauche ich nicht mehr. Und die Blutfliegenflügel. So, dann 113 Erz, das ist doch schon mal eine kleine Hausnummer. Damit können wir uns doch ein bisschen was leisten. So. Dann gleichen wir das Ganze noch aus. Und nehmen das doch mal an. Wunderbar, ja gut. Dann haben wir jetzt 126 Erz. Das ist doch schon mal schön. Da können wir uns dann demnächst mal irgendwie Training von kaufen. Ein bisschen einhändige Waffen lernen oder so. Mal schauen, mal schauen. Ja, aber was wir uns davon genau holen werden, das werden wir erst beim nächsten Mal sehen, denn ich finde, wir haben lang genug aufgenommen für heute. Und ich hoffe wirklich sehr, dass ich bald wieder zum Aufnehmen komme, dass ihr nicht wieder monatelang auf die nächste Folge warten müsst. Ich habe ja selber Lust drauf und ich möchte selber auch weiter aufnehmen und vorankommen im Spiel. Bloß, wie schon gesagt, leider lässt mein Leben das nicht momentan nicht so wirklich zu. Ich habe viel um die Ohren, deswegen entschuldige das bitte. Und ja, ich werde schauen, dass ich wieder viel aufnehme, aber versprechen kann ich nichts. Naja, wie auch immer,
Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn wir nicht viel gemacht haben, sondern uns nur das Sektenlager angeschaut haben. Und bevor ich jetzt hier im Regen richtig nass werde, sag ich dann mal bis zum nächsten Mal.